gehen wir zurück, dann fliegen wir zurück zu dem Schneedingen zu tun, den dritten Ohren. Mit ein, drei Ohren können wir dann gucken, wo wir dann den bösen Team beitreten und die machen uns dann hoffentlich 8 Ohren und dann können wir zu Top 4 oder so irgendwie. Pokémon fliegen. Ja, hier hin. Frostbeinsiedlung. Ich hab noch gar nicht. Okay, jetzt müssen wir erstmal. Jetzt müssen wir erstmal in die Höhle und den Stein besiegen. Jetzt haben wir 2 Ohren, jetzt muss er sich besiegen lassen. So Gesetz. Deswegen wird das wohl zulassen müssen. Für so einen kleinen Stein haben wir jetzt hier 2 Ohren gemacht. Jetzt bist du fertig. Ich habe jetzt der Trümmer vorher. Aber hast du noch schon 2 Ohren, um dich dazu, um die Attacke außerhalb des Kampfes einzusetzen? Ja, die habe ich. Und selbst wenn nicht, würde ich mich das nicht daran hindern, dich zu zertrümmern. Ich kann schließlich auch Surfer und Zerschneider ohne Ohren einsetzen. Oh, du verdammter Cheater, ich zeig dich an. So, jetzt kann er keinen mehr anzeigen. Superheiler, immer gebraucht im letzten Kampf. Oh, wieso zeigt sind wir hier in dieser Höhle? So weit ist die Höhle doch nicht. Oder ist das, sind das ähnliche Höhlen? Sehen die nur identisch aus. Ein Sonderbonbon. Gleich mal verpulvern. Meteorit haben wir hier. Muss eine Meteor rein. Okay. Level 49. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, wie ist denn der Rote dort? Verdammt. Rayquaza war wer anders. Groudon. Groudon spielt mit Arceus Poker. Na toll. Ich höre um 100. Du bluffst doch nur. Hey, seid ihr dafür zuständig, dass auf dem Gipfel die Säulen so warm sind? Nee, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin bloß hier, um mit Groudon zu pokern. Groudon, bist du dafür zuständig? Jo, das ist mein Job. Dann mach deinen Job mal besser. Die Säulen sind jetzt nämlich nicht mehr heiß genug, um mit ans Gipfel zu werden. Nee, ich habe gerade frei. Ich spiele erstmal mit Arceus die Runde fertig. Arceus, ich töte dich, du verdammter Pseudogott. Mein Carpenter wird dich vernichten und dann ist es. Dann ist es der einzig wahre Gott. Los, Carpador. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du warst es, Gott herauszufordern. Das mit einem Carpador. Die Zeitmaschine hat es mir gezeigt. Die Meteoren sind schuld. Ich habe sie gesehen, deine Schwachstelle. Los, Carpador, Platscher. Arrgh. Nein, er hat ihn wirklich gefunden, den Zweck der Attacke, Platscher. Ja, ihr seht das. Platscher kann Arceus besiegen. Ha, ja, Platscher dient dazu, Götter zu vernichten. Und nun bin ich der mächtigste Mensch der Welt. Naja, streng genommen nicht. Alles, was du hast, ist weiterhin ein Carpador. Sein Platscher bringt nur Arceus etwas. Wie kannst du es wahren, meine Macht in Frage zu stellen? Du Platscher immunes Wesen. Arceus Kumpel, willst du ich helfe dir? Danke dir. Viel länger hätte ich das nicht durchgehalten. Hey Groudon, kümmere dich gefälligst um die Säulen. Ansonsten hetze ich den Carpador-Typen wieder auf Arceus. Ja, das ist Erpressung, aber ich mach's. Wir beide können trotzdem noch weiter zocken. Ich weiß genau, dass du eben geblufft hast.
Lass uns in Ruhe pokern. Hauptsache es wird jetzt wieder heiß. Und nicht komme ich wieder runter. Und bringe Carpador mit. Der wahre Dutzende einer Kleplatscher. So schaut's aus. Ich bin verwirrt. Achso, hier muss ich hoch. Das ist jetzt hier wieder warm. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Aber hier ist wieder eine Arena. Interessant. Okay, ich geh mal kurz mein Pokémon-Team mal hin. Dann holen wir uns endlich den dritten Orden. Pokémon sind wieder topfit. So, der letzte Orden ist mein. Oh nein, ein Stärkerätsel. So vielleicht. Jetzt geht's hier durch die Höhle. Eine Höhle? Siehst du, die Eisfelder dort oben sind sehr instabil. Zerbrechen, wenn du sie zweimal betrittst. Wenn es kommen, musst du jedoch alle Wälder betreten haben. Oha. Das hatten wir schon mal in Pokémon Uranium, da gab es ein ähnliches Rätsel. Ich erinnere mich. Schon verkehrt. So, taktisch anstellen. Aber glaube ich jetzt schon verkehrt. Noch kann es gehen. Jo, genau so. Und weiter geht's. Okay, so ein Rätsel. Ich hasse diese Eisrätsel. Dann bringt hier gar nichts. Kennst du den Stein benutzt hier weiter? Ah, der hier vielleicht. Wir bräuchten mal einen Stein, der uns dort weiterhilft. Den Stein dort verschieben. Und richtig an den Rand gehen. Das ist am Namen ziehen doch schon doch so fern. Da drüben ein Stein.
kommen wir da jetzt ran? Es wird schwer. So. Da können wir jetzt sehr schön hier weiter. So, auf geht's. Sieh an, du hast uns also doch geholfen. Dafür bekommst du jetzt, wie versprochen, deinen Kampf mit mir. Ich will keinen Kampf, ich will einen Orden. Den musst du dir erst verdienen. Das mit den Säulen war nicht genug. Musst du noch besiegen. Kein Ding. Kriegen wir hin. Mit unserem Level gar nicht so schwer. Kein Problem. Mach ich mit links. Dein Skin schickt es dann wieder mit. Was? Den schickt Potrot in den Kampf. Ja, gleichzeitig oder was? Okay, eine Kombination. Wird ja auch nicht helfen. Mehrere Pokémon gleichzeitig. Wow, außerhalb der Siedlung gibt es ja einen richtig starken Trainer. Ich freue mich schon darauf, wenn ich endlich die Siedlung verlassen darf. Dann gibt es endlich eine Herausforderung. Hier dein Orden. Zeig ihr halt den Kiddie-Orden. Wenn du noch andere starke Trainer kennst, sag mir bitte, wo ich sie finden kann. Sehr schön, wir haben alle drei Orden, die es gibt. Zur Teamheilen. Auch zur Top 4. Ich habe was. Drei Orden haben wir. Da fehlen uns aber noch ein paar. Zum Indigo-Plateau. Jetzt gucken wir, die können wir noch nicht Siegestraße müssen wir. Und jetzt lass mich in Ruhe, bis du 8 Ohren hast. Ich habe 3 Ohren. Ich will mich in ihr Team aufnehmen, wenn ich 3 Ohren habe. Jetzt habe ich 3 Ohren. Hey, willst du nicht Team Chocolate beitreten? Ja. Dann musst du mir beweisen, dass du stark genug bist, um unsere Organisation. Hast du einen 3 Orden? Und natürlich, das war kaum meine Herausforderung. Gut, dann erhältst du jetzt von mir eine Uniform. Und dann gibt es schon sofort den ersten Auftrag. Worum geht's denn? Wir müssen ein geflohenes Pokémon einfangen. Es treibt sich hier irgendwo in der Siegstraße herum. Aber da kommen wir ohne 8 Ohren nicht rein. Das ist kein Problem, wir haben hier erstklassige Ohren. Wir werden dem Wächter bestimmt gefallen. Es müsste gleich wieder seine Lieferung kommen. Ah, da ist er ja. Hey, gib mal 5 Orden, damit er mit in die Siegestraße kann. Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Doch, du warst auch in die Pokémon-Labor. Sorry wegen dem Diebstahl. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass wir in einem Team sind. So, ihr hält 5 Orden. Einfach so mal geschenkt. Das würde ich auch gerne mal in einem Pokémon-Spiel haben. Hier deine Uniform. Und nun auf die Siegestraße. Endlich bin ich im Team von. In dem Pokémon-Team jetzt dabei. Im Schurken-Team. Das wollte ich schon immer mal. Erstmal müssen wir mal gucken. Zwergi. Alle 8 Ohren. Großartig. Das muss mal gespeichert werden. Ja, und da steht es auch nochmal. Das müssen wir dreimal speichern. Na, wie viele Ohren hast du? 8 Stück, das sollte doch reichen, oder? Nein, du brauchst 9.
Mit was? Vorhin sagtest du doch 8. Wieso jetzt auf einmal 9? Ich will da endlich durch. Hey, tut mir leid, war nur ein Scherz. Brauchst du nicht gleich ausflippen. Bitte sehr, geh durch. Auf in die Siegestraße. Warte, wir haben durch den Beutel ein paar Schutz-Items, die könnten wir wahrscheinlich gebrauchen. Ein paar ist ein bisschen übertrieben, aber okay. Ah, okay, ein Stärkeritze. Ich schätze mal, da kann man nicht mehr ans Item ran. Aber was soll's. Ach du Schande. Ein Stärkerätsel. Das finde ich ja fantastisch. Okay, was hat das jetzt ausgelöst? Nix. Okay, das haben wir gemacht. Ich gehe gleich mal hier lang. So, nicht zu falsch. Jetzt können wir den darüber schieben. Mit Schutz ist das wirklich cool. Und Schutz wäre ja wirklich. Es wird durch den Krampf mit allen Pokémon. Schutz wirklich merken, werden wir jetzt sehen. Es läuft. Okay. Na toll, ein Witz zu Wort. Wenn wir alle Steine verschoben haben auf die Felder, dann öffnet sich da das Ding. Steinchen dort. Ein Winskiro könnte man fast mal fangen. Top-Tank. Ich glaube, Schutz könnte ich gebrauchen. Giro. So, hier ist noch Tank. Und du fehlt noch einer. Ich habe schon viele verlegt. Hier kommt noch einer hin. Was, welcher passt dahin? Den wir hier schon hingeschoben haben, den können wir nicht mehr bewegen. Den haben wir auch schon fest. Welcher ist hier überhaupt noch bewegbar? Nervig, oh, Schutz. Das hätten wir bewegen können. Nee, den hätten wir nicht bewegen können. Ja, wir sind geliefert. Müssen wir das jetzt nochmal von vorne anfangen. Die Höhle verlassen und das jetzt nochmal von vorne anfangen. Hoffentlich nicht. Das wäre nervig. Tja.
Aber ja. Immer Topschutz kaufen. So, 10 Topschutz müssen erstmal reichen. Okay, die müssen auf jeden Fall nach unten schieben. Ich denke, da können wir einen Zug schieben, wenn wir den nach dort schieben. Das war wieder den Zug, den da reinzuschieben, weil den können wir nicht mal zuschieben. Das war ein bisschen überlegen. Jetzt können wir hier durch. Warte, wir müssen ein Item. Sonderbonbon. Level 50. Juhu. So, ja, was eigentlich schon gelöst. Den nach hier und dann den nach unten. Jetzt haben wir hier irgendwie einen. Du kommst nach hier. Dann haben wir die Hälfte geschafft. Dann die linke Seite haben wir geschafft. Komplex würde ich es nicht unbedingt. Dann müssen wir ein paar Umwege machen. Dann können wir den hinschieben. Dann sind wir oben fertig. Zurück nicht mehr. Ich hätte noch einen Schutz einsetzen sollen. Gut. Der erneuert sich nicht wie in anderen Spielen. Ich sitze mal hier. Ich hoffe, der versperrt mir dann nicht den Weg. Müssten wir alle haben. Sehr schön. Nächstes Stärke jetzt. Aber ja. Okay, entweder die Items oder hier lang. Oder beides. Und können jetzt umgehen. Nein, wir waren zu geizig. Das gibt man nicht. Tja, ich glaube, man kommt in der Ecke wirklich nicht ran. Ja, weil der Stein da nur so weit kommt. Hervorragend, wir sind im Kreis gelaufen.
gleich mal einen neuen Schutz einsetzen. Das ist eine für ein Item. Ein Sonnenbonbon. Level 51. Okay, ja man, Rätsel. Ich hoffe, ich verschieb mich nicht. Da kommen wir eh nicht lang. Also würde ich sagen, so kommen wir durch. So wird mir schon raus. Ein Helpball. Oh, hier geht's weiter. Sie wird niemals das Pinky Gyarados mit dem grünen Sternchen bekommen. Sag mal, wovon redet der komische Typ? Keine Ahnung, aber so ein Gyarados hätte ich gerne mal. Sieht bestimmt richtig männlich aus. Tut nicht so scheinheilig. Ich weiß genau, was ihr da in eurem Labor erschaffen habt. Ich werde dieses Gyarados für euch finden. Ihm nach. Hey Neuling, du sollst diesen Typen besser aufhalten. Er hat zwar keine Ahnung, was für ein Pokémon wir hier suchen, aber er könnte noch gefährlich werden. Nicht, dass er am Ende das Buchstaben-Pokémon vor uns findet. Aha. Hey Neuling, du sollst diesen Typen besser aufhalten. Okay, dann dürfen wir nicht lang. Items. Hyper Tank. Und hab Genesung. Kleines Rätselchen. Ich würde doch sagen, gerne mit so, oder nicht? Eindeutig oder nicht. Okay. Wollen wir den jetzt verschieben? Den verschieben. Komm mal hier lang. Maybe der hier. So schwer war es gar nicht. Hallöchen. Ich kann nicht mehr, diese Treppen sind einfach zu viel für mich. Das heißt, du gibst auf? Nein, ich mache nur eine Pause. Trotzdem werde ich das Gyarados vor euch finden. Weißt du eigentlich, bin ich gar nicht mehr Team Chocolate. Ich bin selber auf der Suche nach diesem Pokémon. Dazu benötige ich halt die Mitgliedschaft, um die Siegestraße zu betreten. Na dann lass uns Team Chocolate doch gemeinsam aufhalten. Klar, nichts wie los. Schutz wirkt nicht mehr. Okay.
Wofür haben wir die denn?